Sales Drive, wie du durch konsequente Vertriebsorientierung im Wettbewerb gewinnst. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Und das ist gleichzeitig der Titel von dem Buch. Als ich das gelesen habe und den Klappentext gelesen habe, habe ich gesagt, ja, genau das ist es. Und habe den Dirk angerufen, Dirk Zupancic, der ist heute bei mir ist, und habe gesagt, komm doch bitte mal vorbei und lass uns über das Buch sprechen. Und hat jetzt ein bisschen gedauert. Gut, ist ja im Moment alles noch ein bisschen schwierig. Aber jetzt haben wir es geschafft. Heute sprechen wir über das neue Buch. Ich schärfe mal in die Kamera für YouTube. Sales Drive. Ja, schön, dass du da bist und das Ja, Buch vorstellst. freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ist das jetzt neu oder ist das eine neue Auflage? Nee, das ist tatsächlich neu. Also Anfang letzten Jahres erschienen und ist aber relativ viel Projektarbeit drin aus den letzten Jahren. Und im Kern ist eigentlich so ein bisschen so, mir war letztendlich diese ganze Kundenorientierung, Customer Centricity Arie zu sehr passiv, was ja eine gute Basis ist, dass du dich als Unternehmen am Kunden orientierst. Aber ich wollte eine Lanze brechen dafür, dass wir wieder im Vertrieb in den Driver Seat zurückkommen müssen, einer Geschäftsbeziehung. Und daher sage ich, Kundenorientierung ist die Basis, aber es reicht nicht. Wir müssen im Lead sein. Kunden warten nicht auf uns und warten darauf, dass wir ihnen hinterherrennen, sondern wir müssen im Driver Seat sitzen und den Lead haben. Genau. Und deshalb auch dieser Titel, Genau. der für manche ein bisschen eine Provokation ist. Ja, aber es ist super wichtig. Also das geht ja, dieses Buch richtet sich an alle, die im Vertrieb mehr bewegen wollen. Ja, Sales Drive bezeichnet das kontinuierliche Streben von Personen und Unternehmen durch konsequente Kundenorientierung und höchste Professionalität im Vertrieb. Da müssen wir drüber sprechen. Klare Wettbewerbsvorteile zu erzielen und durch ein nachhaltiges und ein dadurch ein nachhaltiges und profitables Wachstum zu erreichen. Das ist genau mein Credo. Genau. Ja, weil, ja, also klar, du kannst natürlich darauf warten, dass der Kunde anruft, aber der Unterschied, ich glaube, Produkte werden immer vergleichbarer, ja, und der Unterschied wird sein, wer ist derjenige, der beim Kunden dann den Punkt macht. Und du kannst natürlich darauf warten, dass der Kunde bei dir anruft, das machen die meisten, und dir eine E-Mail schickt oder so, ne? Aber das hatten wir jetzt in einer anderen Folge, da haben wir über digitales Key Account Management gesprochen, dann ist ein Großteil der Entscheidungsfindung schon getroffen. Und die Kunst im Vertrieb ist halt, dass du eigentlich beim Kunden die Themen setzt. Ja, und darum, da geht es nicht darum, dass du jetzt irgendwie eine neue Farbe hast oder sonst irgendwas. Also das Thema Feature Talk kommt, das hast du ja ganz viel im Vertrieb, so in diesem Old-Vertrieb. Ne? Gerade im B2B-Geschäft, Ne? ne? Also da geht Klar. es ja nicht immer um beste Technologie, beste Qualität und so weiter, tollste Features. Und den Kunden interessiert aber eigentlich, okay, was bringt mir das? Und zunehmend mehr. Ne? Ich glaube, wir können im B2B-Bereich so sehen, gab schon viele Geschäftsbeziehungen, wo man was Konkretes gesucht hat, um daraus wieder etwas zu produzieren, mit diesen Leistungen was zu machen. Aber ich glaube, zukünftig geht es mehr darum, ich habe neulich mal so eine Kolumne geschrieben, dass du nicht technischen Vertrieb machst, sondern betriebswirtschaftlichen Vertrieb, nämlich dass du hilfst, dem Kunden erfolgreicher zu sein. Genau. Dass dazu, gerade wenn wir im Industriegüterbereich, im Technikbereich, im Innovationsbereich sind, dass dazu immer noch eine Top-Technologie gehört, die auch kontinuierlich sich weiterentwickeln muss, ist ja klar. Also die Botschaft des Buches ist auch nicht, Technologie und Features spielen keine Rolle mehr, Nee. sondern, wie du gerade gesagt hast, es ist der Hygienefaktor. Die Differenzierung kommt in der Regel über andere Faktoren. Und da glaube ich, dass für viele Unternehmen der Vertrieb ein Thema sein kann, mit dem man sich sogar profiliert. Also ich spreche mal von Produktdifferenzierung. Ne? Also du musst ja nicht das, ich meine, das ist halt nur die Frage, was ist das beste Auto? Kannst du nicht beantworten. Ja? Und wenn man sagen würde, okay, das beste Auto ist auf jeden Fall ein Porsche, warum fährt dann nicht jeder Porsche? Weil es halt für manche Leute vielleicht das beste Auto ist, aber nicht für ihre Situation jetzt gerade. Ne? Es gibt auch viele Leute, denn wenn die Kinder kriegen, dann schaffen ihre 911 auch ab, weil das ist halt einfach, oder einen Hund kriegen oder sowas, weil ist zwar ein geiles Auto, aber es passt halt nicht. Ne? Und es geht immer um den Nutzen, den ich dem Kunden stifte. Genau, in einer Situation für die Leute, die entscheiden. Genau. Und idealerweise bin ich halt beim Kunden, und das finde ich halt interessant, weil wir ja in einer Zeit leben, wo du ja Innovationen ohne Ende hast. Also, ne? Also das ist ja Sprunginnovationen ohne Ende. Bin ich halt beim Kunden, bevor bei ihm überhaupt der Wille entsteht, okay, ich brauche das jetzt. Ne, weil dann kann ich die Punkte setzen. Genau. Und das, Das glaube ich, ist ist ein eine ganz riesen wichtiger. Herausforderung im Vertrieb. Ja? Sehe ich auch so. Genau. Was sind so die Schritte, wenn du mit Unternehmen sprichst, du berätst ja auch Unternehmen oder unterstützt Unternehmen dabei, quasi wieder in Vorlage zu kommen, aktiv zu werden, in den Sturm zu gehen, in den Angriff. Ne? Was sind so die Punkte, wo du sagst, okay, das sind eigentlich die Hebel, an denen ich am einfachsten drehen kann? Also jetzt kann man so auf unterschiedliche Art und Weise beantworten. Aber vielleicht mal ein Thema aus diesem Buch ist Sales-Driven People. Also was unterscheiden eigentlich Top-Performer im Vertrieb von den anderen? Und wir haben das auch über Forschung und über Oh, Projekte immer wieder versucht, so ein das bisschen ist zu so spannend. verifizieren.
Ich sag mal so die Punkte, die aus unserer Sicht relevant sind. Also gute Vertriebsleute machen mehr Kontakte zu den Kunden als andere. Zweitens, sie priorisieren relativ schnell, bei welchen Kontakten lohnt es sich dran zu bleiben. Und ich sage dann immer dazu, das ist eigentlich Fleiß und Selbstorganisation. Mhm. Beides sind so technische Dinge. Und bei Selbstorganisation vielleicht noch eine Anmerkung. Ich glaube, die wichtigste Ressource oder der wichtigste Engpass, den gute Vertriebler haben, ist ihre Zeit. Weil sie eigentlich immer zu viel zu tun haben und zu wenig Zeit dafür. Und ich glaube, deshalb ist das ein ganz entscheidender Faktor, dass du relativ schnell nach dem Fleiß eigentlich sagst, wo lohnt sich, den Hebel anzusetzen. Und nach diesen beiden Faktoren sind wir bei Punkt 3. Und das ist, sie schaffen es, echte Mehrwerte für die individuelle Kundensituation zu kreieren. Und das heißt, du musst dich intensiv mit dem Kunden auseinandersetzen. Ja. Du musst schauen, was können deine Leistungen, um diese Kundenbedürfnisse zu adressieren. Und du musst auch wirkungsvoll unterscheiden können, was macht der Wettbewerb auch und wo kann ich eigentlich einen Flock einschlagen. Das ist schon fast Challenger Sale, ne? Das ist Challenger Sale und im Grunde genommen ist es auch nicht, habe ich auch in anderen Podcasts bei dir gehört, die 10 Punkte, warum sind wir besser, die das Marketing vorbereitet, sondern es sind die 1, 2 oder 3 Punkte, die der Kunde in dieser Situation als überzeugend empfindet. Und das ist Kunst im Vertrieb, die herauszufinden. Oder es ist Handwerkszeug, das richtig analysiert zu haben und dann den Fit herzustellen. Dann kommt noch dazu, wenn ich das kann, dann kann ich auch relativ souverän etwas bessere Preise durchsetzen. Ich nenne das immer etwas provokativ hohe Preise durchsetzen. Wobei ich natürlich schon weiß, dass es heute extrem schwierig ist, sowas zu machen. Und wir sind ja in der Regel nicht im Luxusbereich. Aber jemand, der es wirklich schafft, Mehrwerte für Kunden zu generieren, kann auch einen attraktiven Preis selbstbewusst vertreten und kann den auch durchsetzen, wenn er es gut macht. Und dazu kommen noch so 2, 3 ergänzende Dinge, zum Beispiel die Attitüde, immer eine Extrameile gehen zu wollen und zu können. Also so ein bisschen dieses, einfach nie richtig zufrieden zu sein, so eine konstruktive Unruhe für das Kundenwohl. Und ein Punkt, den ich spannend finde, in der Regel kriegen gute Vertrieblerinnen und Vertriebler mehr Support von ihren Backoffice-Bereichen, aus den Fachbereichen und so weiter. Das heißt so, das Bild des einsamen Wolfes, das passt so gar nicht mehr dazu. Das war ja auch im Challenger-Sale so ein Rollenmodell, was nicht mehr so richtig erfolgreich war. Aber das stellen wir auch fest, gute Leute sind unbewusst Teamplayer und schaffen es einfach, sich gut im Unternehmen zu positionieren und ihnen wird gerne geholfen. Sie werden gerne unterstützt von den anderen Bereichen. Das war mal so im Schnelldurchlauf das, was so Sales-Driven People eigentlich auszeichnet, nach unseren Erkenntnissen. Mhm. Und da zeige ich ja in dem Buch den Leuten so ein bisschen auf, wie geht das jetzt konkret und wie könnt ihr euch selber auch etwas überprüfen, wo ihr Optimierungsreserven habt und wo, wenn ich Vertriebsführungskraft bin, wo ich auch ansetzen muss, um meine Mannschaft auf ein höheres Niveau zu bringen. Das wäre jetzt eigentlich mein 2. Punkt. Ne? Okay, das ist jetzt die individuelle Ebene, kaufe ich komplett. Ich glaube, dass da nochmal wichtig ist, ist immer die Frage, ich sage ja nicht immer, du wirst als Verkäufer für Customer FaceTime bezahlt, im Kern. Mhm. Ne? Du kannst nicht, also nicht der, der die meisten Kundentermine hat, ist möglicherweise der beste Verkäufer, weil das ja auch was mit Qualität zu tun hat und so weiter. Ne? Aber wenn ich dann oft sage, ja, was machst denn du morgen, ne? weil du morgen nicht beim Kunden bist, ne? Ja, ich kalkuliere ein Angebot. Wo ich dann sage, ist es wirklich deine Aufgabe? Ja. Ist es wirklich deine Aufgabe? Kann es nicht jemand anders machen? Mhm. Und da sind wir ja auch beim Führungsthema. Ne? Wenn ich sehe, was Key Account Manager, was Verkäufer alles so tun, was für mich eigentlich nur mittelbar was mit dem Vertrieb zu tun hat, was sie nicht selber tun müssten. Mhm. Ja? Oder ich mache Tourenplanung oder sowas. Ne? Nee, brauchst du nicht. Ne? Mhm. Oder ich suche neue Kunden raus. Wieso machst du das? Ja. Da kann doch jemand hinter sein, der das schon voranalysiert. Und quasi mit ein paar Heuristiken sagt, nee, das sind die interessanten Kunden. Ja? Also ich glaube, hängt immer ein bisschen von der Unternehmensgröße ab, aber wenn wir jetzt mal idealerweise so ein bisschen nach Aufgabenverteilung gucken, dann glaube ich auch, muss das Ziel immer sein, bei den Vertrieblern die Kernvertriebsaufgaben und insbesondere die Customer FaceTime hochzuhalten und die dann qualitativ gut zu machen. Ne? Das ist so. Und das ist ja auch das, was nicht automatisiert wird. Ja. Ja? Die anderen Sachen, wer kannst du automatisieren? Dafür ist ein Verkäufer einfach viel zu teuer. Ja. Und ich glaube, ich mache das aber auch selbst bei Selbstständigen, wo ich sage, ey, das musst du nicht selber machen. Mhm. Ja? Also wie kannst du dich effizient aufstellen? Ne? Hier so Inbounds beantworten, die reinkommen. Ja. Ey, hol dir einen virtuellen Assistenten und lass den das machen. Ne? Ja. Was ist deine Zeit ist das Wertvollste. Ne? Ja. Und das ist ja gerade so bei digitalen und Social Selling und so weiter. Ne? Also du wirst nicht dafür bezahlt, irgendwie 1000 E-Mails rauszuschicken. Ja. Ja? Sondern es geht um die Customer FaceTime. Ja. Ne? Also die persönlichen Kontakte, sei es online, sei es in einem schönen Dialog,
in dem Chat oder sowas, ja, oder sei es vor Ort. Das ist eigentlich das, und das ist, sagst du ja auch, die höhere Schlagzahl haben. Schlagzahl für mich ist immer persönlicher Kundenkontakt. Ja, ne? Ja, das sind die, die erfolgreich sind. Ne? Ja. Was bedeutet das für die Organisation? Also im Grunde genommen habe ich dann den zweiten Teil, das ist so die Sales-Driven Company, was sind die Rahmenbedingungen? Und wenn man mal neben vielen Details so ein bisschen grob strukturiert, dann sage ich, du brauchst eigentlich eine vertriebsorientierte Unternehmensstrategie. Und da habe ich so ein Modell. Das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Du brauchst eine vertriebsorientierte Unternehmensstrategie. Genau. Ja. Ich benutze da eine marktorientierte. Benutze da ein Modell von zwei Kollegen aus St. Gallen von mir. Die haben eigentlich immer gesagt, es gibt eigentlich vier Werttreiber, mit denen du wachsen kannst als Unternehmen, wenn du organisch wächst. Jetzt mal nicht über Mergers und Acquisitions, sondern organisch. Das ist Kundenakquise, Kundenbindung und Ausschöpfung. Mergers und Acquisitions, also andere Firmen kaufen. Und andere Firmen kaufen. Gibt es ja auch, dass man sagt, wir wachsen, indem wir ein paar Firmen dazu kaufen. Das ist aber anorganisches Wachstum, nenne ich das. Ne? Also vier Kerntreiber für organisches Wachstum. Du wächst, indem du Kunden akquirierst. Das ist eine Vertriebsaufgabe. Du wächst, indem du Kunden bindest und ausschöpfst. Also musst ja jedes Jahr deine Aufträge wieder neu sozusagen gewinnen, aber dann auch aus diesem vorhandenen Kundenpotenzial das meiste rausholen, das Beste rausholen, Cross-Selling, Upselling und so weiter, Vertriebsaufgabe. Leistungsinnovation ist ein Wachstumstreiber. Wenn die Unternehmung neue Dinge entwickelt hat, neue Produkte in der Pipeline hat, neue Services in der Pipeline hat, kannst du damit wachsen. Da sage ich, das ist nicht primär eine Vertriebsaufgabe. Product Management eigentlich. Ist Product Management. Aber ist ja schon so halb-halb. So, aber wer weiß, wie schwer es ist, für ein Unternehmen ein Produkt in den Markt zu bringen, wenn der Vertrieb das Produkt nicht versteht, nicht kennt, nicht mag, dann weiß er auch, dass Vertrieb dabei mindestens eine große Rolle spielt. Und das vierte ist die Produktpflege oder die Leistungspflege. Das heißt, wie hältst du das Portfolio attraktiv im Markt? Was ich eigentlich Unternehmen empfehle, ist, dass man bei der Unternehmensstrategie natürlich das Wachstumspotenzial im Markt analysiert und dann aber relativ schnell sagt, wo kommt denn dieses Wachstum her? Kundenakquise, Kundenbindung, Ausschöpfung, Leistungsinnovation, Leistungspflege. Und dann bist du relativ schnell dabei, was brauchst du denn im Vertrieb, damit du überhaupt richtig akquirieren kannst? Hast du Leute, die das können, Hunting, haben die Zeit und haben die nötige Unterstützung, Kundenpotenziale und so weiter? Wer kümmert sich darum, zu schauen, was kann ich aus den vorhandenen Kunden rausholen? Haben wir die Leute dazu, die das können? Haben die Analytik? Haben die Daten? Können die das vom Mindset? Und wer kümmert sich drum? Und dann auch bei Leistungsinnovation, was haben wir in der Pipeline? Wann bringen wir das? Bei welchen Kunden? Musst du planen. Also mindestens drei von den genannten Aufgaben, die eine Unternehmensstrategie zu Wachstum nutzt, werden vom Vertrieb maßgeblich getriggert. Das nenne ich eine vertriebsorientierte Unternehmensstrategie. Dann überlegst du dir nämlich schon ganz oben, was brauchst du in der Mannschaft, um dann entsprechend die PS auf die Straße zu bringen. Das wäre ein Thema, dann kommen die Prozesse nach. Ich bin ein großer Freund der Sales Pipeline oder Sales Funnels. Ja. Es gibt ja durchaus Kollegen und Experten, die sagen, der Funnel ist tot. Mit der Begründung, ja, der Kunde ist ja nicht mehr so geradlinig unterwegs. Also Funnel bedeutet im Prinzip eine gedankliche Abfolge von Schritten vom Erstkontakt bis zum Auftrag. Genau. Also was ich Telefonanruf, Termin, Angebot, Auftrag. Genau. So. Und in der Regel stellt man es wie so ein Trichter da. Ja, und, genau. So. Und da sagen ja Kollegen dann, ja, der Funnel ist tot, weil der Kunde bewegt sich ja nicht mehr so geradlinig, sondern wie so ein Hummelflug. So schön bildhaft. Und dann sage ich aber, trotzdem für den Vertrieb ist der Funnel das Einzige, was du managen kannst, weil je mehr Kontakte du am Anfang reinsteckst, je mehr du es schaffst, zu persönlichen Treffen zu bewegen, je mehr du es schaffst, bei diesen persönlichen Treffen eine Offerte abzugeben, je mehr du es schaffst, Offerten erfolgreich zu konvertieren Richtung Geschäft, desto mehr Business wirst du generieren. Und deshalb glaube ich, dass der Funnel für eine Vertriebsmanagement-Perspektive überhaupt nicht tot ist, sondern es ist die einzige Orientierung. Und wer noch ein Argument braucht, wer das gut macht, dann sage ich immer, wir sprechen über den Funnel mit Vertriebsorganisationen seit Jahren. Und es ist unheimlich schwer, die PS da auf die Straße zu kriegen. Wer macht das heute richtig gut? Die Online-Marketers. Die jungen Online-Marketer in den Startups, die machen genau das. Die gucken sich genau an, wie viele Leads generieren wir über Landingpages, Aktionen. Was kostet der mich? Wie kriege ich den in die nächste Geschichte? Ja. Und die machen das richtig gut. Aber die traditionellen Vertriebsorganisationen sagen immer, kennen wir. Gucken aber lieber nicht so genau hin, weil es ist ja anstrengend, wenn man da wirklich an dem Engineering, ich nenne das Sales Engineering des Funnels arbeitet. Ich meine, wenn du bei Google Analytics reinguckst, wenn du Werbeanzeigen bei Google schaltest, dann siehst du ja genau das, wie viele Leute haben die Anzeige gesehen, wie viele Leute haben draufgeklickt,
wie viele sind dann auf deiner Homepage direkt wieder abgesprungen, genau, und wie viele sind sich auf über 3 Seiten gegangen und haben das Kontaktformular ausgefüllt. Das ist dein Funnel und da guckt man sich, wie kann ich den optimieren. So. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich jetzt Initiativen und Kampagnen fahre fürs normale Sales Management, aber da muss man natürlich zählen, was passiert tatsächlich und muss das im CRM-System, haben wir ja schon an anderer Stelle mal drüber gesprochen, gut dokumentieren und dann kriegst du auch die Möglichkeit hin, an diesen Stellschrauben zu drehen. So, und dann der dritte Bereich, wenn ich das Sales Driven Company noch kurz zusammenfasse, ist, ich glaube, dass die Stellenprofile der guten Vertriebler deutlich anspruchsvoller geworden sind in den letzten Jahren und auch zukünftig anspruchsvoller werden. Ich glaube, kommt drauf an, wo die sind. Lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen, kommen wir gleich darauf zurück. Also was ich da noch sagen wollte, was ich den Leuten immer gerne mitgebe, ist, auch ein gutes Modell für Startups, wenn du rausgefunden hast, wie du 10 Kunden gewinnen kannst, die du nicht kennst vorher, also nicht deine Oma oder ein Bekannter oder ein Kommiliton oder sonst irgendwas, sondern 10 Kunden, die du nicht kennst, dann hast du im Prinzip ein Modell entwickelt, wo du sagst, okay, wenn ich dasselbe jetzt irgendwie doppelt so viel mache, müssten eigentlich doppelt so viele Kunden bei rauskommen. Mhm. Und das ist eigentlich die Grundidee von dem Funnel. Genau. Ne? Der kann sich auch verändern und so weiter, kann optimiert werden. Genau. Es kann mehrere Funnels geben, aber so als Denkmodell für Unternehmen, auch für Startups, finde ich das ein sehr angenehmes Modell, wo zu sagen, okay, jetzt habe ich zumindest mal einen Hebel für Skalierung gefunden, weil wenn ich einfach mehr davon mache, bin ich schon mal weiter. Ne? Wie bei Google, wenn du doppelt so viel Geld ausgibst, unter gewissen Voraussetzungen, kommen wahrscheinlich doppelt so viele Leads unten rein. Ne? Ja, genau. Ja. Und so ist es halt einfach. Ne? Und wenn ich das nicht nutze, dieses Wissen, dann sage ich halt, ja, das sind alles freischaffende Künstler, ich lasse die mal so machen. Dann glaube ich einfach, vergibt sich eine Company, die sales-driven sein will, einfach viel Potenzial. Und du siehst halt, die meisten CRM-Systeme lehnen sich ja auch an der Pipeline an. Genau. Ne? Ja, dass du halt immer siehst, was hast du an Angeboten draußen, wie sind die bewertet, wie kann ich so Angebote richtig bewerten. Das könnte man nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, finde ich auch sehr, sehr interessant. Gibt es auch viele Modelle. Okay, und das letzte war People, ne? Ja, genau. Und das letzte ist People. Und da stellen wir eigentlich fest, dass da, wo der Vertrieb zukünftig noch eine Rolle spielen wird, werden die Profile anspruchsvoller. Und im Grunde genommen sage ich so ganz grob, du musst eigentlich im B2B-Geschäft Experte für das Geschäft und das Problem deines Kunden sein. Du musst immer noch eloquent in den klassischen Sales-Tugenden sein, wie gute Gespräche führen, gute soziale Kontakte aufbauen und so weiter. Und ich glaube einfach auch, dass du souverän in Verkaufstools sein musst. Das zeigen auch unsere Studien. Aber für mich ist einfach eine gewisse Analytik, ein Kampfplan, ein Accountplan, eine Prognose für den Kunden abliefern, durchaus auch mal sagen, Mensch, nehmen wir mal das Beispiel Kundenausschöpfung. Das war ja eine der Wachstumstreiber. Ich meine, dann Riesenthema. Schaust du dir deine Kunden an und sagst, wie komme ich denn jetzt auf die Idee, was ich mit dem Kunden machen könnte, neben dem, was ich letztes Jahr mit dem gemacht habe? Ich meine, dann musst du mal anschauen, wie ist dein Kunde aufgestellt? Wie viele Mitarbeiter hat der? Wie groß ist der? An wie vielen Standorten ist der? Und dann schaust du dir andere Kunden an, die vielleicht vergleichbar sind. Und vielleicht erkennst du dann irgendwie, oh, da gibt es ja Unterschiede. Dann kommst du irgendwann mal drauf, dass du sagst, Mensch, wieso kann denn dieser Kunde, den ich anschaue, nicht genauso groß werden wie der andere, den ich da habe, der ähnlich ist? Und dann guckst du irgendwann nach, was sind die Erfolgsfaktoren dafür? Und dann kommst du auf so Themen, welche Produkte hat der Kunde noch nicht? Mit wem habe ich noch nicht gesprochen? Welche Bereiche decke ich noch nicht ab? Und dann musst du irgendwann mal so einen Plan machen, wie kommst du da hin? Und das geht für mich nur in einer guten Account-Strategie. Ja. Und sowas musst du einfach beherrschen. Gibt es also ein Beispiel von Wirt, die haben einfach gesagt, wir nehmen uns die 5 in einem Markt, wir nehmen uns die 5 größten Kunden, also die Kunden, die mit uns am meisten Umsatz machen, und setzen die einfach mal gleich 100. Ne, sagen, okay, die Kunden machen 100% vom Umsatz und daraus schließen wir zurück, wie viel Potenzial ich bei den anderen Kunden eigentlich noch habe. Also die machen das, haben wir das, glaube ich, bei den Industriebetrieben und Werkstätten haben wir gesagt, die Anzahl der Autos im Verhältnis zum Umsatz ist das Potenzial. Ja. Also die Autos, die, das kann man ja, gibt es ja Statistiken zu, ne, wie viele Autos haben, oder Quadratmeter. Ne? Ja. Und dann haben die zu jedem Verkäufer gesagt, hey, du hast nur 30% des Potenzials. Ja. Wir haben das hochgerechnet. Ne? Ja. Und damit haben sie die Verkäufer auch unter Druck gesetzt. Ne? Und das ist für mich einfach ein schönes, einfaches Beispiel, wie ich auf Zahlen komme, die ich dann entsprechend auch festlege. Und gerade damit sprichst du ja so ein bisschen so eine Brücke an zum Thema Ziele. Und ich glaube einfach, es reicht nicht, wenn wir einfach nur ein Umsatz- oder ein Absatzziel festlegen, sondern ich glaube, wir brauchen so ein Zielsystem und dazu gehört unter anderem auch die Ausschöpfungsquote. Absolut. Und natürlich ist der erste Wurf, den du bei so einem Kunden mit so einer Share-of-Wallet-Geschichte machst, also im Prinzip, welchen Anteil hast du heute bei diesem Kunden, das ist so ein bisschen ein Schuss ins Blaue. Aber wenn du dann dir das Ziel genommen hast, davon 10% mehr auszuschöpfen und bist dann mal ein Jahr dran, wird deine Prognose im nächsten Jahr schon viel valider. Und ich sag mal, wenn du 2-3 Jahre versucht hast, Potenzial zu schätzen, dann hast du auch ein gutes Gefühl dafür und diese Zahl wird immer valider.
Das ist ja jetzt so, bei dem einen Kunden wirst du vielleicht das Phänomen haben, da gibt es einen Lieferanten, der sitzt viel besser im Sattel als jetzt die Würth in dem Beispiel. Und da wird man vielleicht realistisch zu dem Schluss kommen, da komme ich nicht auf das gleiche Niveau, da würde ich mir die Zähne ausbeißen. Aber vielleicht hast du einen anderen Kunden, wo du einfach siehst, das Potenzial liegt brach, das habe ich nur noch nicht gut genug gemacht. Und dann wirst du bei dem einen Kunden im nächsten Jahr vielleicht sagen, das bleibt bei der niedrigen Quote, weil wir uns einfach zu viel Mühe geben müssten, mehr rauszuholen. Während bei dem anderen Kunden du einfach sagst, Mensch, da versuche ich das jetzt auf das gleiche Niveau, auf diese 100% eben. Und du hast eine Quote. Genau. Im Moment ist es ja so, wenn die meisten Verkäufer in den fragst, wie viel Potenzial hat denn der Kunde? Also, ja, weiß ich nicht. Ja, ja, genau. Ja. Genau. Nee, da ist nichts mehr drin. Ja, ja, klar. Ja. Nee, ich habe hab den gefragt, da ist nichts mehr drin. Ist halt bequem. Das ist ja, so genau. Und ich glaube einfach, dass wir sicherstellen müssen, dass wir im Vertrieb mit ambitiösen und realistischen Zielen arbeiten. Und ich glaube, das ist auch eine Führungsfrage, dafür zu sorgen, dass diese Ziele erzeugt werden. Und der erste Wurf ist natürlich immer so ein bisschen Tappen im Dunkeln, aber der zweite, dritte wird besser. Und ich meine, das ist so ein bisschen das Phänomen in jedem B2B-Markt. Du hast halt nicht so schöne Statistiken wie im Konsumgütermärkten. Also musst du dir versuchen, mit dem Know-how, was du selber quasi in Märkten erwirken kannst, solche Zahlen abzuleiten. Und spätestens in Jahr 2 und Jahr 3 wird das gut. Genau, und du hast ja im Prinzip, der Vorteil gegen Konsumgüter ist ja, dass du eigentlich immer persönliche Verkäufer hast, die den Kunden ja schon mal gesprochen haben, idealerweise schon mal da waren. Genau. Und wie gesagt, bei Würth war es dann oft so, dass die dann halt sagen mussten, zähl mal, wie viele Lieferwagen die auf dem Hof stehen haben. Ja. Ja, und die Zahlen mussten die dann mitbringen. Ja. Ja. Also, weißt du, jedes Geschäft hat ja so Trigger. Also wenn du lieferst beispielsweise irgendwelche Handwerksprodukte, dann ist die Anzahl der Mitarbeiter bei deinen Handwerkskunden der Trigger dafür, wie viel Umsatz machen die und wie viele Produkte brauchen die von dir. Wenn du IT-Systeme lieferst, die vielleicht von allen Mitarbeitern genutzt werden, sind die Mitarbeiterzahlen Thema. Wenn du in der Produktion bestimmte Produkte produzierst, die chemische Zusatzstoffe brauchen, kannst du das ableiten. Ja. Also im Grunde genommen ist das ja bei der Potenzialschätzung so, die ersten ein, zwei Versuche sind so ein bisschen Tappen im Dunkeln und dann wirst du besser. Und im Grunde genommen versuchst du das Wissen, was du eigentlich vom Kunden hast, umzuwandeln in konkrete Zielvorgaben. Und ich glaube, es ist auch eine Frage der Vertriebsführung, das konstruktiv zu begleiten und dann dafür zu sorgen, dass die Zahlen eigentlich valider werden. Und ich glaube, nach 2, 3 Durchführungen hast du relativ valide Zahlen. Und dann kannst du auch wirklich an diesem Potenzial arbeiten. Und dann müssen es ambitionierte und realistische Ziele sein, mit denen man die Leute dann entsprechend auch führt. Ja, ich finde dieses Portfolio-Thema auch super interessant. Ne? Wir hatten letztens Kunden hier, die haben gesagt, wir haben einen Marktanteil von 95%. Also 95% der Kunden haben schon was gekauft. Und gesagt, ja, und jetzt haben wir uns überlegt, wir entwickeln jetzt ein neues Produkt und verkaufen das in die Kunden rein. Ne? Also dass wir da was aufnehmen. Und da haben wir gesagt, wir bauen jetzt eine Portfolio-Map, dass wir halt immer bei jedem Verkäufer gucken, okay, wie viel Prozent von denen haben denn das neue Produkt schon gekauft? Ne? Damit du da wieder einen Anreiz hast, ne? Weil es gibt ja immer das Problem, dass die Verkäufer sich oft dann auf ihre Produktkategorie konzentrieren und das andere nicht verkaufen, weil sie sich da nicht so sicher fühlen. Ja. Das haben wir schon ganz oft erlebt. Ne? Ja. Das ist das Thema, was ich auch bei Leistungsinnovation angesprochen habe. Ne? Ich meine, ein gutes Produkt ist hoffentlich so entwickelt oder ein guter neuer Service, dass es dem Kunden wirklich schmeckt und Mehrwert stiftet. Aber wie selten ist es so, dass der Vertrieb das nicht richtig versteht oder sich sicherer fühlt im alten Portfolio? Zum Beispiel stellst du im Industriebereich fest, dass sich alle Vertriebler in der Regel schwer tun, die früher Hardware verkauft haben, Produkte, wenn die jetzt Services gegen Geld verkaufen sollen. Das ist nur ein Indiz dafür. Riesenthema. Aber im Grunde genommen hängt viel davon ab, ob die Leute das wirklich verstanden haben. Und dann muss die Vertriebsleitung dafür sorgen, dass das auch in den Markt gebracht wird. Und da musst du gerade, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, bei neuen Produkten und Dienstleistungen auch ein bisschen schieben und anleiten, bis es dann wieder so zum gewohnten Portfolio-Bestandteil eines guten Verkäufers oder einer guten Verkäuferin gehört. Absolut. Da mache ich zum Abschluss noch eine Geschichte. Die habe ich bestimmt auch schon mal erzählt. Ich war mal bei einem Hersteller von Präsentationshardware. Also die hatten Beamer und Monitore. Mhm. Ne? Und da ging es halt darum, auch einen Verkäufer zu finden. Dann haben gesagt, ja, wir hatten früher eine Verkäufertruppe für Beamer und eine Verkäufertruppe für die Monitore. Mhm. Ne? Und dann haben wir uns aber überlegt, das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil es hängt ja vom Kunden ab, ob der jetzt einen Beamer braucht oder einen Monitor. Das ist ja ein weiser Gedanke eigentlich. Eigentlich ein weiser Gedanke. Ne? Das hängt ja von der Location ab, was der da hat. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, dann schmeißen wir die Truppe zusammen und die sollen dann halt das verkaufen, was der Kunde am meisten braucht. Und dann haben sie sich das angeguckt, ein halbes Jahr später haben sie die Zahlen angeguckt und gesagt, ja, also die Beamer-Verkäufer haben immer weiter ihre Beamer verkauft und die Monitor-Verkäufer haben weiter ihre Monitor, egal was der Kunde braucht oder wollte, ne? Weil sie sich da sicher gefühlt haben. Ja. Und er hat gesagt, das hat erst aufgehört, als wir neue Verkäufer eingestellt haben, die das nicht wussten. Ja. Wir haben gesagt, es gibt zwei Lösungen, die kannst du den Kunden anbieten und erst die haben dann wirklich verteilter verkauft. Ja.
Ja, und das ist halt auch eine Führungsaufgabe, deine Leute dazu zu bringen, halt in dieses Portfolio reinzuverkaufen. Ja. Das habe ich schon x-mal erlebt. Ne? Vielleicht noch eine kleine Anekdote, so auch von meiner Seite zum Abschluss. Wenn wir sagen, es gibt bestimmte Erfolgsfaktoren, wie du Vertriebler dazu bringst, dass sie zu besseren Performern werden, und dann sagen wir Vertriebsleiter in einem Seminar in St. Gallen, ja, du hast schon recht, da sehen wir auch die Punkte, aber unsere Verkäufer sind Künstler. Entweder die können das oder die können das nicht. Und dann habe ich gesagt... Entweder die wollen das oder die wollen das nicht. Dann habe ich gesagt, würden wir uns das in irgendeinem anderen Bereich des Unternehmens erlauben, wenn wir in der Produktion sehen, da passieren Fehler oder wir arbeiten nicht optimal, dass wir sagen, du, aber du musst das verstehen, das ist jetzt ein Künstler, der kann das nicht oder möchte das nicht anders oder will das nicht anders. Würden wir uns nicht erlauben. Würden wir uns im Service nicht erlauben, würden wir uns in der Administration nicht erlauben, schon gar nicht in der Buchhaltung oder sonst wo. Ja, genau. Aber im Verkauf sagen wir, wir wissen, dass es besser geht, aber es sind Künstler, die wollen wir nicht extremer führen. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, du kannst jeden Menschen dazu bringen, in einer guten Art und Weise über Führung mehr aus sich rauszuholen, gerade bei diesen Vertriebsthemen, wo es ja um Aktivitäten und die Frage, wie macht man es, geht, wie ich das gerade geschildert habe, und das eben Führungsverantwortung, das auch einzufordern. Und ich glaube auch, dass das nichts damit zu tun hat, dass die Leute quasi nur noch in so einem Grid arbeiten, wie ein Roboter, wenn nee, du A nicht. Machst du B, sondern ich gebe den Leuten halt den Rahmen vor, innerhalb dem sie sich verhalten können. Ja. Ja? Und innerhalb dieses Rahmens können die aber dann natürlich improvisieren. Ja. Das ist genauso, wie wenn du jemandem Klavierspielen beibringst, sagst du ja nicht, wenn der am ersten Tag kommt, ja, improvisier mal. Genau. Ja, weil das hört sich dann meistens ziemlich Mist an, sondern er muss erstmal die Tasten bedienen können und richtig treffen und so weiter. Und wenn er das kann, dann kann er anfangen zu improvisieren und dann wird es richtig gut. Und da glaube ich, genau darin liegt die Kunst. Die Pflicht ist sozusagen, den Rahmen zu erfüllen, von dem wir wissen, dass das die Erfolgsfaktoren in unserem Geschäft sind für Verkauf. Und die Kür ist darauf, dann etwas zu improvisieren, kreativ zu sein, für den Kunden neue Lösungen zu entwickeln, die eben nicht im Handbuch stehen. Aber die Reihenfolge ist erst die Pflicht, dann die Kür und nicht umgekehrt. Richtig, genau. Schönes Schlusswort. Sales Drive, das heißt, ja, jeder Hörer des Vertriebsfunks wird es gerne hören, also die allermeisten, wir haben noch ein paar, die nicht im Vertrieb sind. Der Vertrieb wird in vielen Branchen, in vielen Unternehmen jetzt und aber vor allen Dingen in der Zukunft den Unterschied machen, ob das Unternehmen halt erfolgreich ist und weiter existiert oder sich halt eher schwer tut. Und wie man sowas macht, findet man im Buch Sales Drive oder jetzt einfach mal so den Hinweisen aus dem Podcast folgen. Ich halte es nochmal in die Kamera. Ja, ist im Springer Gabler Verlag erschienen. Dirk, vielen Dank, dass du das Buch vorgestellt hast. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man mehr von dir erfahren? Also bei mir gibt es viele Social-Media-Kanäle, auf denen ich präsent bin. Einmal meine Website www.dirkzupanzis.com. Und dann auch noch www.dzp-consulting.com. Und dann gibt es auch noch eine Online-Akademie. Aber ich glaube, im Grunde genommen findet man alles, wenn man mich googelt. Und Zupanzis oder Zupanzic? Also wir sagen Zupanzis, aber ich bin da total flexibel. Also ich weiß in der Regel, dass ich gemeint bin. Alles klar, also Zupanzic. C-I-C. Genau, einfach googeln, findet man nicht. Sehr geiles Buch, gerade neu rausgekommen, Sales Drive. Ja, ich glaube, also ich habe wieder was für mich mitgenommen. Du da draußen wahrscheinlich, auch. Du auch für dich. Schön. Und hier draußen ja, auch. Hier draußen wahrscheinlich auch. Ich glaube, mal drüber nachdenken, gerne Feedback geben, wenn wir nochmal ein bisschen tiefer reingehen sollen oder sich das Buch besorgen. Ansonsten umsetzen, alles geben. Bis zum nächsten Mal. Dein Chris.